So, hallo, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Live hier in der Facebook-Gruppe und heute auch parallel auf YouTube. Willkommen zur Masterclass Glas fotografieren mit Altglas. Mein Name ist Nicola, ich bin Fotografin und Fotocoach aus Leidenschaft. Und irgendwo haben wir hier ein Echo. Aber macht jetzt mal nichts. Und schreibt mal bitte in den Chat, ob ihr uns hören könnt, ob ihr uns sehen könnt. Ich hätte auch gerne ein paar Herzen hier in der Luft. Schickt uns ein bisschen positive Energie, der Simone und mir. Und Simone, das ist das Stichwort. Ich darf dich einmal herzlich willkommen heißen in deinem ersten Live hier bei mir. Ich Ja. freue mich ganz besonders, dass du da bist. Danke. Ja, Bevor ich freue mich auch. Ja. wir loslegen, Okay. bevor wir ins Thema gehen, das wird heute noch öfter passieren, dass ich dir ins Wort falle oder du mir, dass ich dich vielleicht nicht ausreden lasse, weil schon ein anderer Gedanke da ist. Das passiert leider immer wieder. Bevor wir loslegen, ganz kurz etwas Organisatorisches noch an alle, die neu in der Gruppe sind, in der Facebook-Gruppe sind. Herzlich willkommen. Hier in der Gruppe könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt euch super weiterentwickeln. Nutzt das bitte. Ich habe nur eine Bitte. Es gibt ein paar Regeln, es sind nicht viele, aber die Regeln sind für euch da. Das ist keine reine Bilderherzeiggruppe, sondern eine Lerngruppe. Das bedeutet, wir schreiben zu den Bildern auch was dazu. Und das muss kein Roman sein, das müssen auch keine EXIF-Daten sein, sondern einfach entweder, wie habe ich das gemacht oder wie kann ich etwas verbessern. Macht euch selbst Gedanken zu euren Bildern und ihr werdet sehen, dann klappt das auch mit einem guten, konstruktiven Feedback. Also lest euch bitte die Regeln einmal ganz kurz durch. Und dann habe ich noch zwei Ankündigungen. Einerseits gibt es nächstes Wochenende, 17. bis 19. Februar, einen neuen Workshop, einen Schwarz-Weiß-Workshop. Da lernt ihr wirklich, wie man ein Schwarz-Weiß-Foto macht, ein ausdrucksstarkes Foto macht. Und zwar wirklich vom Sehen, vom Schwarz-Weiß-Sehen bis zur Bearbeitung. Und da könnt ihr euch gleich mal anmelden. Ich poste hier mal schnell den Link in den Chat. Der Workshop ist kostenlos. Der ist allerdings nicht für Fotografie-Einsteiger, die mit dem Belichtungsdreieck noch nicht fit sind. Also für alle, die vielleicht noch in der Automatik fotografieren, da gibt es andere Kurse von mir. Da ist wirklich jetzt einmal was für die leicht Fortgeschrittenen bzw. Fortgeschrittenen. Und dann zweite Ankündigung: Am 1. März beginnt wieder mein viermonatiges Advanced-Programm, auch für Fortgeschrittene. Und da könnt ihr euch auf die Warteliste setzen. Und wer auf der Warteliste ist, der bekommt ein Special. Und zwar schon sehr bald, in ein paar Tagen zugeschickt. Also tragt euch gerne auf die Warteliste ein. Und jetzt kann es losgehen. Also noch einmal, Simone, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Die Simone ist für mich ein Profi beim Altglasfotografieren. Ich persönlich kann heute gar nicht mitreden, denn ich habe mit Altglas gar keine Erfahrung. Und deshalb ist die Simone da und die wird uns heute einiges zu dem Thema erzählen. Simone, fangen wir mal ganz von vorne an. Altglas, was bedeutet das überhaupt? Ja, also Altglas sind vor allen Dingen die Objektive mit gemeint, die eigentlich an alte analoge Kameras gehören. Also von früher, normalerweise sind sie so 30, 40 Jahre alt, manche auch älter. Also das, also komplett ohne jegliche elektronische Anschlüsse und alles manuell. Alles Gibt manuell, es okay. genau, für Kameras, also hauptsächlich für Kameras.
Man kann aber auch, es gibt Projektionslinsen für also Diageräte oder wo man Filme mitgezeigt hat, da gibt es auch Linsen für, die kann man auch an Kameras adaptieren. Also es ist so viel, es ist ziemlich viel möglich da. Okay. Und was ist die Faszination beim Fotografieren mit Altglas? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Einmal, weil diese Bilder natürlich einen ganz anderen Look haben, den man mit normalen Objektiven gar nicht hinkriegt. Man sieht es ja an diesem hier mit dem Bokeh im Hintergrund, das aussieht wie so ein kleiner Stern. Also das geht mit Photoshop nicht. Das kann man machen, wie man will. Das kriegt man so nicht hin. Und zum anderen natürlich, für mich natürlich auch natürlich die Sache, dass man diese Objektive halt an moderne Kameras dran kriegt und was man da alles ausprobieren kann, wie kriegt das da dran und was da alles funktioniert. Deswegen habe ich ja so viele Adapter und so viele Sachen, die man da ausprobieren kann. Und man sucht immer wieder was Neues, was man wieder an die neue Kamera dran basteln kann irgendwie. Und dass das trotzdem funktioniert, damit Bilder zu machen. So, diese beiden Sachen, würde ich sagen. Also einerseits ist es die Art und Weise der Bilder, die entstehen. Also vor allem das Bokeh ist das Besondere beim Fotografieren mit Altglas, oder? Kann man das so sagen? Ja, das Bokeh ist eigentlich ja, so das. Genau, einmal das Bokeh und der komplette Look ist bei den meisten ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die haben stärkeren Kontrast, die haben manchmal eine andere Farbwiedergabe, so ein bisschen die Schärfe, vor allen Dingen in der Mitte, dass sie zum Rand ein bisschen abfällt, dass man Vignettierungen hat und es ist je nach Objektiv halt anders. Und die haben alle ihren eigenen Charakter und das würde ich sagen, das ist die Hauptsache. Ja, also dass sie einerseits auch dieses Experimentieren wahrscheinlich, oder? Das ist schon was ja, Besonderes, genau. ist mit so einem Objektiv zu fotografieren. Das ist nicht mal schnell Kamera zücken, abdrücken ja, genau. und wieder los, sondern da geht es vielleicht auch ein bisschen um das Emotionale in der Fotografie, also auch das Persönliche, dieses Abschalten, Zeit nehmen. Ja, damit muss man sich Zeit nehmen, vor allem wenn man noch nicht so fit ist, sag ich mal, dann geht es halt darum, das fördert so ein bisschen die Kreativität, wo kriege ich das Bokeh hin, wie stelle ich die Kamera und wo ist irgendwas, was dieses Bokeh dann macht und dann das, welche Blende, dass ich das alles einstelle, dass ich das alles scharf gestellt kriege, das braucht halt Zeit, da rennt man nicht hin, drückt ab und ist fertig und rennt zum nächsten Motiv, sondern hat halt, muss man sich so ein bisschen mit dem Motiv auch beschäftigen, ja. Wir sehen jetzt hier einige Bilder eben von der Simone. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du fotografieren gehst mit Altglas? Hast du dann ein bestimmtes Ziel? Gehst du da in den Wald und sagst so, heute schaue ich einfach mal, was so herauskommt? Also bei diesen Bildern, die wir jetzt gesehen haben, das war mit dem Objektiv, das ich zum Schluss gekauft habe, das war das Wollner 9, das habe ich da lange nachgesucht. Danach gesucht, dass ich halt dieses Bouquet irgendwie hinbekomme. Also mit dem Moos, da haben wir die Sterne gesehen. Da bin ich gezielt danach losgegangen, deswegen habe ich das Moos auch fotografiert, weil es gab in dem Moment nicht viel im Wald zu sehen, also bis auf das Moos. Dass man das halt sieht, was damit gemeint ist mit diesem Sternbouquet. Also das habe ich schon extra gemacht. Und ansonsten gucke ich halt, was mir vor die Linse kommt. Also manchmal habe ich ja bestimmte Motive schon, also vorm inneren Auge, sage ich mal, was ich machen will, aber nicht immer. Also an dem Tag hatte ich gar keine wirkliche Idee. Da hatte ich nur meine Lampe mit. Ich glaube, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und ansonsten habe ich einfach die mal... Genau, Da sieht man oben, wenn man es reinzoomt, da sieht man auch so ein bisschen die Sterne. Ja, absolut. Ja, genau. Habe ich mir was mitgebracht, damit ich wirklich ein Motiv habe, falls ich gar nichts finde. Ich schaue jetzt gerade auch, ich versuche parallel auch ein bisschen den Chat zu beobachten. Ist das Objektiv etwas Besonderes, weil du es erwähnst, fragt da jemand. Ich weiß nicht, wer das fragt. Ich kann den Namen hier, Michaela ist das. Ich schaue jetzt parallel noch auf dem Laptop, weil dann kann ich sehen, wer das ist.
Du hast nämlich den Namen genannt. Wir haben, also die Simone hat mehrere Objektive. Vielleicht kommen wir gleich zu der Frage, welche hast du und was ist das Besondere vielleicht an diesen Objektiven? Ja, das zuletzt angesprochen, das war das Wollnah 9. Das ist ein kleines 50 mm Objektiv. Das ist ein Makroobjektiv eigentlich. Das kommt aus Russland. Und da habe ich in der Altglasgruppe mal Bilder gesehen von, mit diesem Bouquet eben. Das ist ein anderes gewesen. Das ist jetzt ein anderes. Ja, ich starte nur parallel jetzt ein paar andere Bilder, so. weil damit wir möglichst viele Bilder auch sehen, damit okay. Die Leute einen anderen Eindruck bekommen. Okay. Ja, also wie gesagt, das Wollnah 9, das habe ich gesehen in der Gruppe, in der Altglasgruppe. Und da habe ich dann gesagt, das will ich auch haben, weil das fand ich schön mit den Sternen, das unbedingt. Und da habe ich lange nachgesucht. Das gibt es aber in Deutschland meist sehr selten zu kaufen. Wenn überhaupt, dann auch teuer und ist schnell wieder weg. Und ich habe gesucht. Bei Etsy habe ich es dann gefunden, auch über eBay Deutschland. Das ist inseriert worden, aber immer in der Ukraine oder in Russland. Und die haben immer nicht nach Deutschland verschickt. Ich habe es dann über Etsy dann in der Ukraine gefunden und der hat auch nach Deutschland versendet. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt kaufe ich das, ist mir egal, ich versuche es einfach. Ich habe es mit PayPal bezahlt. Ich sage, passiert mir ja nichts. Und ja, es kam relativ schnell dann auch an. Also super. Da habe ich mich dann schon, ja, da habe ich mich gefreut, ja. genau. Das heißt aber auch, also ich zeige jetzt hier einfach noch ein paar Bilder. Das ist jetzt ein anderes so, Objektiv, ja. Dummiplan. Das ist das Dummiplan, genau. Das habe ich, das war das zweite Objektiv, das ich gekauft habe. Ne, das erste, was ich gekauft habe, genau. Das ist so eine kleine Linse bloß. Das ist ein 50 mm zu 8. Das habe ich einfach gekauft. Habe ich nach M42 gesucht. Da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch zu. Und 50 mm. Und da habe ich das, mehr oder weniger das günstigste, was ich gefunden habe, habe ich dann gekauft und mal ausprobieren. Und ich denke, man sieht ganz gut das Bouquet. Das ist bei Offenblende, wenn es komplett offen ist, dann sieht man die Kreise sehr schön. Aber das Problem bei diesem Objektiv ist für mich, wenn ich es ein bisschen schließe, dann habe ich sofort das Fünfeck, das sichtbar wird, weil es halt nicht so viele Blendenlamellen hat. Das ist bei meinen anderen Objektiven, die ich zuerst bekommen habe, die habe ich zufällig von dem Opa, von meinem Mann, der hatte das. Dieses hier, ziemlich großes Ding, schwer auch, das ist Metall, richtig schweres Teil. Das ist ein Pentacon, 135 mm. Nee, das war das 200er jetzt, das ist egal. Die haben 15 Blendenlamellen und die haben komplett durchgängig ein rundes Bouquet. Also man kann, wenn man das in die Kamera hält, ich habe das mal ausprobiert, man kann es... Ah ja, ja. Und wenn ich das zumache, dann bleibt das auch komplett rund. Also das macht dann auch die komplett runden Kreise durchgängig, durch alle Blendenstufen dann. Das ist das 135er gewesen. Das ist das Pentacon 135, ja. Ja, das auch, ja. Wie hast du, also bist du mit diesem Objektiv vom Opa, bist du dazu gekommen zum Fotografieren mit Altglas oder wie bist du dazu gekommen? Ja, genau. Mein Schwiegervater hatte das irgendwo rumliegen im Schrank irgendwo und der hat das mal erzählt und dann habe ich gesagt, zeig doch mal und kriegt man das irgendwie dran. Und dann irgendwie, wenn man Weihnachten zusammensitzt und Langeweile hat, dann hat er das mal rausgeholt und habe ich danach recherchiert im Internet, wie kriege ich das an meine Kamera angeschlossen. Und ja, damit war das Ganze dann, ich habe dann einen Objektivadapter gefunden. Und da hat er die mitgebracht und hat gesagt, kannst du, solange wie du brauchst, kannst du sie behalten. Und, ja, mein Besitz. So hat es angefangen. Ja. So. Du zeigst uns hier jetzt Bilder mit vier verschiedenen Altgläsern und du scheinst dich ja da sehr gut auszukennen, was die Namen betrifft. Also du hast mir auf jeden Fall total Lust gemacht, das auszuprobieren. Ja, ich werde wahrscheinlich nachher gleich mich hinsetzen und ein bisschen recherchieren für meine Spiegelreflexkamera. Wie fängt man denn an? Wenn ich jetzt sage, Simone, boah, ich finde dieses Bouquet wunderschön, ich möchte das auch.
Wie fange ich an? Ja, am einfachsten ist es, wenn man sich Objektive sucht, die den entsprechenden Anschluss haben, der sehr flexibel ist. Also dieses M42, das ist dieser Anschluss, den die Objektive haben. Das ist so ein kleines Gewinde. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist ein kleines Gewinde hier. Und dafür gibt es halt, dann suche ich nach Objektiven, die diesen Anschluss haben. Also wenn man dann bei eBay eingibt oder bei Google Vintage-Objektiv M42, dann findet man schon eine große Auswahl. Und wenn man sich dann überlegt, welche Brennweite will ich, also ein Standard dieses 50 mm zum Beispiel, was man halt viel benutzt, das sind die kleinen, die sind ja noch nicht so teuer. Da kann man das Ganze dann mal ausprobieren, so ein Adapter für die Spiegelreflex, da sucht man sich dann, für Canon ist ja EF, also sucht man sich M42 zu EF und das ist dann so ein Ring hier aus, der ist dann aus Metall meistens, die gibt es auch aus Plastik, aber die sind aus Metall und die kann man dann in den EF-Mount eindrehen und das Objektiv dann da reinschrauben und dann ist das schon fertig. Und so suche ich die Objektive. Also wenn man ein Objektiv hat, ist natürlich schwieriger, was zu finden. Da muss man erstmal rausfinden, welchen Anschluss brauche ich. Aber wenn man noch gar nichts hat, dann sucht man nach den gängigen Objektivanschlüssen. M42 oder Minolta oder Pentax K. Da gibt es so viele. Die sind die häufigsten. Das ist dann am einfachsten, weil es da die Adapter halt gibt. Okay. Was da alle gibt. Genau. Ich habe dann hier... Dann habt ihr meine EOS M6. Da habe ich dann den EF-Adapter. Der kommt als erstes da drauf, weil ich mir die EF-Adapter alle gekauft habe. Dann schraube ich den Ring da rein und dann ist das schon fertig. Dann funktioniert das. Okay. Ganz einfach. Okay, also mal mit einem starten, den Adapter suchen, ein Objektiv aussuchen, ein gängiges und dann einfach mal loslegen und ausprobieren. Ja, man kann natürlich auch sagen, ich habe jetzt einen bestimmten Look von einem Objektiv gesehen, das kann man natürlich auch machen, wenn man durch die Altglasgruppen mal durchscrollt, sagt, oh, das gefällt mir gut, also dieses Helios ist sehr verbreitet, was auch die Anja hat, ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht den Namen genau, 44, ich weiß es nicht mehr, ist halt Blackout. Auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem Wollner 9 war das ja so, habe ich Bilder gesehen und gesagt, oh, das gefällt mir, das will ich haben, wie kriege ich das adaptiert? Und dann habe ich geguckt, ob es mit M42 Anschluss gibt und das gab es und dann habe ich mir den natürlich geholt. Bei meinem Pentagon war es ein bisschen schwerer, weil der zwei verschiedene Anschlüsse hat. Einmal M42, das große, und das kleine hat einen exakter Anschluss. Also da habe ich es auch schon eine ganze Zeit lang gesucht. Aber mit Google findet man eigentlich alles. Wenn man den Namen vom Objektiv eingibt, dann findet man eigentlich auch den Anschluss dazu. Also manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es ist immer irgendwo in irgendwelchen Foren. Irgendeiner hat das schon mal gemacht und dann ist es auch zu finden. Okay. Also einfach googeln. Es gibt auch Altglasgruppen auf Facebook. Da mal reingehen, nachfragen, so wie einfach hier auch in einer Gruppe nachfragen und dann uns selber auch recherchieren. Und da jemand fragt, geht mit den Adaptern was verloren? Ich nehme an, damit ist wahrscheinlich Licht gemeint. Also man hat ja gesehen, das ist ja nur so ein kleiner Ring, da geht lichtmäßig überhaupt nichts verloren. Man muss darauf achten, wenn man da diese Ringe kauft, dass da dabei steht, dass der Unendlichkeitsfokus nicht verloren geht. Deswegen sind die bei den Spiegelreflexkameras auch so klein, weil da die Auflagefläche, damit der Abstand passt, damit halt diese Unendlichkeitsstellung nicht verloren geht. Bei den spiegellosen Kameras ist das ein bisschen einfacher. Die haben mehr Platz, die haben mehr Abstand. Da sind die Adapter dann etwas breiter. Aber wo waren wir eigentlich? So, ob da was verloren geht. Ja, verloren gehen kann ja ansonsten nichts, weil es sind keine elektrischen Anschlüsse an den Objektiven dran. Von daher geht auch nichts verloren. Die können halt nur manuell. Von daher bleibt alles.
Die Katrin fragt, für welche Art der Fotografie eignet sich das? Ja, also wenn man so durch die Altglasgruppen scrollt und meine Bilder sieht, dann vor allen Dingen für Motive, die nicht weglaufen, weil es Ja. manuell ist. Ja. Viele sagen, warum fotografiert ihr immer nur Blumen? Hat einer geschrieben, ganz einfach, weil die nicht weglaufen. Ja, oder gut, Schmetterlinge, das ist jetzt, da muss man schon ein bisschen schneller sein und ein bisschen geübter, sag ich mal, weil die ja eben auch mal wegfliegen. Und das eigentlich im Ja, da hast du Kopf. ihn im Flug erwischt. Ja, den habe ich im Flug erwischt. Das war auch nicht so einfach, aber die Taubenschwänzchen haben ja die Angewohnheit, wenn die so an der Blüte sind, dass die immer an einer Stelle so ein paar Sekunden stehen bleiben. Und das habe ich mir halt ausgenutzt. Dann funktioniert das auch mit einem manuellen Objektiv. Da muss man ein bisschen Glück Okay. haben, Serienbildaufnahme und dann Feuer frei. Und viele nutzen das auch für Porträtfotografie, weil durch die oft Offenblende, also die meisten haben eine Festbrennweite, 50 mm, 135, 100 mm, das sind alle diese gängigen Brennweiten, die kann man sehr gut für Porträts nutzen, wenn die dann mit einer Offenblende 2,8 oder noch kleiner, ich Ja. habe jetzt einen 24 mm 1,4 noch, also das geht dann auch ganz schön, da habe ich auch schon ganz viele Bilder von gesehen. Kann man es zusammenfassen, dass man sagt, eigentlich immer dann, wenn wir ein besonderes Bouquet haben wollen, ob das jetzt bei Details ist, bei Naturaufnahmen oder bei Porträts, Makros. Kann man das so sagen? Also immer dann, wenn das Bouquet was Besonderes sein soll oder was das. Ja, das kann man schon so machen. Ich habe ja auch für alle Objektive habe ich auch die Makroringe, dass man halt die Naheinstellgrenze verschieben kann, um auf Makro-Ebene zu kommen. Wie gesagt, das 50 mm ist ja auch schon ein Makroobjektiv. Es ist aber auch, ich habe das jetzt in der Astrofotografiegruppe gesehen, es gibt Leute, die damit sogar Astrofotografie machen, weil diese langen Brennweiten mit relativ Offenblende eben halt auch dafür schön Ja. geeignet sind, ja. Okay. 135 mm bei 2,8 oder 200 mm F4, das geht schon. Geht schon. Okay. Die Namen der Objektive, Dagmar, ich kann sie jetzt noch einmal, vielleicht hier noch einmal, also einmal Pentacont Blende 4 200, oder? Ja, Einmal ich habe ja Pentacont 135, 2,8 habe 28, ich, dann ja. Domi, ja, und dann Domiplan habe ich doch. Das sind Domiplan, ja. 50 mm 2,8. Das Wollner 9, das ist auch ein 50 mm 2,8, aber ein Makroobjektiv. Und dann habe ich jetzt noch ganz neuen Schneider Kreuznach, das ist eine Projektionslinse, das ist 23 mm F1,4. Da habe ich aber, der Adapter dafür ist heute nicht mehr gekommen. Da kann ich leider nicht mehr zeigen. Die Post streikt, glaube ich, schon wieder. Irgendwas war da. Naja. Die Diana fragt, gibt es das auch für die Canon 1200? Also Diana, du musst einfach recherchieren, was wegen dem Anschluss, aber Canon hatten wir schon. Das sind die Ja, Canon hat EF-Anschlüsse. EF-Adapter. Ja. EF Genau. oder EFS, das ist egal. Also alles, was EF ist, das passt da dran. Also Canon dann M42 zu EF suchen. Genau, Und also es gibt ja, ich weiß nicht, M2F. genau. Ja. Das sind die kleinen Ringe, die ich gerade gezeigt habe. Der kleine Aluring Ja. oder Edelstahl, ja. Mit welchen Preisen muss man rechnen, kommt da gerade die Frage. Ja, also meine günstigsten Objektive, also die man so findet, je nachdem, wo man die auch kauft, die haben 30 Euro gekostet, mehr nicht. Und die kann man natürlich auch bis 300, 400, 500, je nachdem, wie selten das Objektiv ist, gehen die Preise natürlich auch hoch. Aber der Durchschnitt, ich sage mal so, irgendwie zwischen 100 und 200 € mehr teurer sind die nicht. Also meistens auch Okay. drunter, je nachdem, wo man sie auch herkriegt. Ich denke mal, auf dem Flohmarkt oder so sind die vielleicht nicht so teuer. Bei eBay kann man mal Glück haben, bei eBay Kleinanzeigen. Wie gesagt, bei Etsy habe ich meins gefunden. Man muss halt ein bisschen rumgucken. Also vielleicht gibt es auch Verwandte, die noch irgendwo alte Objektive haben. Das gibt es ja auch noch.
Ja. Die früher mal fotografiert haben, so, ne? Wie gemacht, mein Schwiegervater hat früher auch fotografiert und selber noch entwickelt auch. Von daher hatte der natürlich da so ein bisschen noch zu Hause rumliegen. Also fragt er mal zu Hause bei Großeltern, Eltern, ob da nicht noch in irgendwelchen Schränken was ist. Genau. Da muss man auch, glaube ich, aufpassen wegen Pilz, oder? Das kann passieren, Pilzbefall. Ja, Pilz oder dass sie verölt sind, die Lamellen, das kann passieren, dass da Ablagerungen drin sind. Das habe ich bei meinem 135er, ist die vordere Linse, die erste, die ist ein bisschen verkratzt und auch nicht mehr ganz durchgängig. Das sieht man jetzt in Bildern nicht an, aber mich stört das und deswegen geht das jetzt auch in Reparatur und kriegt eine neue Linse vorne. Aber das sind halt, das sind Sachen, die kosten auch dann nicht so viel Geld. Also das kann man nur locker machen. So eine neue Linse, ich hatte den angeschrieben, die kostet 12 Euro inklusive Wechseln und neu einstellen. Also das kann man sich mal leisten. Ja, absolut. In dem Zuge lasse ich es dann auch nochmal komplett überholen, komplette Wartung machen und das kostet dann insgesamt vielleicht nochmal 100 Euro. Alles zusammen mit Versand und so weiter. Aber dann habe ich ein komplett überholtes neues Objektiv. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn es wieder da ist. Ja. irgendjemand fragt da, jetzt muss ich schauen, wer das ist, die Michaela fragt, ich habe jetzt ein kleines Problem, du nanntest viele Objektivnamen, wenn ich da was Falsches kaufe. Also Michaela, du kannst im Grunde, musst du ja auch recherchieren, was hättest du denn gerne? Du musst ja mal die Brennweite wissen. Möchtest du 50 mm oder möchtest du 135 mm? Und dann auch wie die Blende, also 2,8 zum Beispiel. Und da muss man einfach auch ein bisschen recherchieren, so wie es die Simone macht, wenn sie sich ein neues Objektiv kauft, dass sie einfach mal ein bisschen recherchiert, was gefällt mir da, wie sehen da die Bilder aus, was ist da das Besondere. Also ich glaube, was Falsches kann man eigentlich ja nicht kaufen, oder? Nein, so also denn, wie das Objektiv heißt, ist völlig egal. Wenn ich weiß, ich habe den M42-Anschluss, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dann passt das auf jeden Fall da dran und dann kann man da auch Bilder mitmachen. Immer. Immer. Man sollte darauf achten, dass die Blendenverstellung wirklich manuell ist, weil die Objektive, die wirklich keine elektrischen Anschlüsse haben und deswegen, dass man die Blende auch wirklich manuell einstellen kann. Also da muss man, aber eigentlich haben die das alle. Ich habe noch nicht gesehen, dass das jetzt nicht der Fall ist. Und wenn, gibt es auch da wieder Möglichkeiten. Also, nee, bei Blende nicht, das war beim Fokus. Beim Fokus diese Helikoid-Adapter, da war auch noch eine Frage dazu, aber das kommt dann gleich, ja. Also wie gesagt, falsches Objektiv kann man eigentlich nicht kaufen. Also was M42 ist, das kann man noch adaptieren. Okay, also man kann nichts falsch machen, Michaela. Nein. Ich lese jetzt hier immer wieder, manche fallen immer wieder raus, also wer rausfällt, da ist einfach was mit dem Internet. Man kann aus dem Stream nicht rausfallen, außer mein Stream bricht zusammen, dann bricht er bei euch auch zusammen. Aber meiner läuft, ich sehe es auch hier am Laptop parallel, also dann liegt es nicht auf meiner Seite, sondern da ist vielleicht bei euch das Internet nicht gut. Aber das Video bleibt ja in der Gruppe, das heißt, ihr könnt es euch ja auch noch einmal anschauen. Die Anja fragt, gibt es echt für alles Adapter? Nein, nicht für alles. Also es gibt auch Objektive, für die man sich Adapter bauen lassen muss. Also das deswegen sage ich, man sucht am besten nach dem Anschluss und dann passt das. Aber wenn man halt ein Objektiv hat, also vorrätig hat oder ein bestimmtes haben will, wo es keine Adapter für gibt, dann muss man sich eins bauen lassen. Also es gibt Leute, auch in den Altglasgruppen kann man fragen, die Adapter bauen. Also speziell dann an einen M42-Anschluss oder an EF, je nachdem, wie man möchte, kann man sich das dann adaptieren lassen. Aber okay, wie gesagt, die meisten Objektive, die gängigsten, die man so, man kriegt eigentlich genug mit passenden Anschluss.
Die Eva fragt, muss man bei der Kameraeinstellung etwas beachten? Also das ist vielleicht jetzt ein gutes Stichwort, dass man überhaupt einmal zu dem Thema gehen, was muss ich denn beachten beim Fotografieren, außer dass wir uns ein bisschen Zeit lassen. Was hast du da vielleicht für Tipps für uns? Ja, also überraschenderweise, an meiner Kamera muss ich überhaupt nichts machen. Ich mache das Objektiv dran und kann sofort losfotografieren. Also das funktioniert so, ohne dass ich irgendwas einstellen muss. Also gar nichts. Es gibt wohl Kameras, da muss ich ausschalten, ohne Objektiv irgendwas einstellen, dass es ohne Objektiv fotografieren kann. Auslösen, ohne Objektiv aktivieren. Genau, so hieß das. Ich musste gerade mal nachlesen. Ja, das brauche ich bei meiner Kamera, aber nicht bei beiden nicht. Ich habe zwei EOS. Ich habe einmal die 40D hier liegen, da habe ich das mit probiert, das funktioniert. Und die mit der M6, das ist eine spiegellose, das funktioniert auch, ohne dass ich was machen muss. Generell muss man sagen, mit spiegellosen funktioniert es einfacher, weil man ja den Fokus, das Fokus-Peaking einschalten kann. Das heißt, ich habe das manuelle Fokussieren fällt ein bisschen einfacher, fällt ein bisschen leichter. Dadurch, dass ich das optisch sehen kann, welcher Bereich jetzt scharf ist und wo der jetzt die Schärfe genau hinfällt. Weil das kann ich damit halt gut sehen. Und das Zweite ist bei den, spiegellosen Systemkameras, dass man die Belichtungssimulation direkt einschalten kann und ich dann nicht auf irgendwelche Belichtungsmesser achten muss, sondern ich sehe da sofort das fertige Bild im Sucher und sehe sofort, wie das Bild dann fertig aussieht und sehe dann, was sich da ändert, wenn ich blende und Verschlusszeit einstelle. Das ist halt am einfachsten. Wer war das jetzt? Kerstin, ich habe noch eine alte Spiegelreflex, circa 20 Jahre alt. Wäre das Objektiv ein Altglas? Altglas bezeichnet man ja diese manuellen alten Objektive. Ich weiß jetzt nicht, gibt es da ein, ab wann ist es ein Altglas? Ab welchem, kann man das so sagen? Genau, aber ich denke schon, also das, was war das jetzt für eine Kamera? Eine 20 Jahre alte Spiegelreflex steht da nur. Ja, nee, ich glaube, die haben auch schon elektrische. Ich habe ja meine 40D ist ja auch schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich glaube, die ist auch schon 15 Jahre. Weiß nicht. Da ist es nur, die Objektive sind ja jetzt kein Altgläser. Das ist ein ganz normales 1785, was ich da dran habe. Oder meine ganzen anderen Objektive, die nutze ich ja meiner M6 ja auch. Also, da noch nicht, weiß ja nicht, wie alt, 20 Jahre. Keine, da bin ich überfragt. Weiß ich nicht, ob das schon, ich glaube aber nicht, dass es schon Altglas ist. Nee. FD-Objektive, wenn das ein FD-Anschluss ist, könnte sein. Okay. Weiß ich aber nicht. Ja. Also auch vielleicht einfach mal googeln. Auf Google findet man sehr viel. Irgendjemand schreibt davor, 1990 sind es junge Altgläser und dann immer weiter zurück. Aha. Ja, oder so. Gut. Es gab in der Gruppe noch ein paar Fragen. Die Christine fragt, welche Gläser du für welche Aufnahmen bevorzugst. Schaust du nach Bokeh und Blende? Ich kann mich oft nicht entscheiden, wann ich welches benutzen soll. Das ist eine spannende Frage für diejenigen, die mehrere Altgläser haben. Wie machst du das, Simone? Einfach, worauf ich gerade Lust habe und welches ich mitnehme. Ich entscheide das einfach, mache ich mal wieder 200 mm, so wie bei dem Marienkäfer da jetzt. Ich glaube, das war 200. Oder habe ich mal Lust auf eine kürzere Brennweite? Das mache ich einfach so, wie ich gerade Lust habe. Oder wenn ich weiß, dass ich habe gerade ein schönes Bokeh, und wenn die Sonne scheint, weil ich viel im Hintergrund die Möglichkeit habe, dann gucke ich halt, welches das Bokeh möchte ich haben, nehme ich das entsprechende Objektiv mit. Oder manchmal auch nur, ich habe nicht viel Platz, nehme ich einfach mal das 50 mm mit, weil das schön klein ist. Oder das, je nachdem, wie ich Lust habe. Also ich habe jetzt nicht spezielle Ansprüche an die Objektive. Ich, nach Lust und Laune, so wie es gerade kommt. Okay. Die Claudia fragt, wo kauft man am besten diese Altgläser? Gibt es spezielle Händler? Kauft ihr privat, bei eBay, Kleinanzogen? Ich suche schon eine ganze Weile, aber traue mich nicht, eines zu bestellen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du schaust bei Etsy, eBay,
eBay Kleinanzeigen auch, ja, alles. Genau. Ja, überall. Wie gesagt, Flohmärkten kann man gucken, da habe ich auch schon mal geguckt, habe ich aber nichts gefunden. Okay, also ich glaube, man kann es einfach riskieren. Ich mein, die Sicherheit hat man vielleicht nie, außer, ich meine, es gibt ja einen PayPal-Käuferschutz und so weiter, da richtig. Kann man sich schon auch schützen heute. Dann gibt es. Oder eBay-Kleinanzeigen sucht man in der Nähe vielleicht, dann kann man da hinfahren und sich das angucken. Das ist ja mit anderen gebrauchten Objektiven das Gleiche. Genau. Und meistens sind sie auch nicht so teuer, dann ist das nicht so schlimm. Aber bis jetzt, also ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, also bei egal, was ich gekauft habe. Die Alex fragt, was bedeutet zum Beispiel Helikoid? Ja, Helikoid, das ist dann auch ein Adapter, so wie ich den gerade schon gezeigt habe, aber dann nicht aus einem Alu-Ring, sondern das ist ein, ein verstellbarer Adapter. Den kann ich ausfahren so ein bisschen. Der ist für Objektive gedacht, die keine Fokussierung haben. Die kann man daran anschließen. Damit kann ich fokussieren dann. Oder als Makroadapter eben, weil ich die stufenlos rein- und rausschrauben kann so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob die in Unendlichkeitsstellung haben oder ob das dann komplett weg ist. Das weiß ich nicht, weil ich keinen brauche und keinen habe. Aber ich weiß halt, so funktionieren die. Da kann man von M42 auf EF und dann kann man den Adapter da dran schrauben und eben damit die den Fokus verstellen, indem ich ihn rein- und rausdrehe. Okay. Und dieser Adapter, der Helikoid, wird auch sehr gerne eben für Objektive angenommen, für die es keinen Adapter gibt. Dann wird der da fest dran gebaut und dann kann man den dann weiter adaptieren. Da kommt jetzt eine Frage noch von der Andrea Schmidt. Was genau muss ich in den Einstellungen deaktivieren, damit es funktioniert? Also einmal dieses Auslösen ohne Objektiv, das haben wir schon gehabt. Und gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob die manuelle Fokuseinstellung auch wirklich scharf ist? Ich sehe keine Lupe oder dergleichen. Ja, wie gesagt, bei mir gehe ich über ein Live-View, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ich habe keinen Sucher mehr an meiner Kamera, doch in der 40D habe ich einen. Ansonsten, da gehe ich über das Focus-Peaking dann. Aber wenn ich sowas nicht habe, wie stellt man sonst scharf? Weiß ich nicht. Ja, ich stell mal, aber, nur, wenn du kein Focus-Peaking hast, kannst du es nur selber beurteilen mit den Augen. Dann. Ja, dann kann man, richtig, muss man gucken. Das geht auch, muss man üben. Ich habe vorher, als ich die 40D noch hatte, auch schon manuell fotografiert. Dann muss man halt gucken. Muss man ein bisschen üben, dass man dann den scharfen Punkt auch sieht. Oder vielleicht einen externen Bildschirm dazu nehmen. Den kann man ja auf die Kamera oben drauf geben und dann ist es einfach größer. Das geht auch. Ja. Wenn man das will, das noch mitnehmen. Genau, also das mit dem Auslösen ohne Objektiv, da war jetzt noch einmal die Frage. Was unterscheidet qualitativ Altglas von anderen Objektiven? Altgläser, ja, man sieht ja, wo die herkommen. Also es sind ja oft die ganz bekannten Namen hier von Zeiss, Meyer-Görlitz, Pentax, Leica. Das sind alles Hersteller, die wirklich Qualitätsgläser auch gemacht haben und die sehr langlebig und auch die Objektive sehr stabil sind. Die sind aus Metall, die kann man komplett zerlegen, wieder zusammenbauen. Da ist keine Elektrik drin, die sind sehr robust. Und das sind heutige Objektive, wenn da diese Plastiklinsen hat, die mit Elektronik drin, die auch gerne mal, wo die Elektronik streikt, wo die Kabel brechen, wo dann nochmal was kaputt geht. Also qualitativ sind die Objektive sehr gut. Was natürlich nicht ganz so ist, die Abbildungsleistung ist nicht so von einem 40 Jahre alten Objektiv wie einem modernen RF-Objektiv. Ist natürlich nicht zu vergleichen, aber scharfe Bilder kriegt man damit auch hin. Also ich habe mal von jemandem gelesen, der sich halt eine sehr teure Vollformat, eine R6 oder R5, was war die R5, glaube ich, sagte, ich kaufe mir doch keine Kamera für 6.000 Euro, wenn ich mir dann ein altes Objektiv dran schraube, das mir die Leistung vom Sensor halt so runterzieht. Was soll ich damit, ja? Also ich
Das muss man dann halt abwägen, ob man dann wirklich seinen Sensor kastrieren will mit einer alten Linse. So hat das genannt, ja. Also das muss man dann sehen. Aber ansonsten, ich sehe da, das muss man halt, man muss es mögen. Man muss halt wissen, dass man auch gewisse Abstriche macht. Man hat teilweise chromatische Aberrationen auch. Die Schärfe ist eigentlich immer gut. Ich kann ja jetzt nichts Negatives sagen. Die Auflösung ist auch gut. Wie gesagt, nicht vergleichbar mit einem RF-Objektiv, vielleicht einen ganz modernen, aber ich sag, für den normalen Anwender, für den Hobbyfotografen, ist das, weiß nicht, macht mehr Spaß, glaube ich, als dass es Qualität einbußt. Ich denke ja, hier geht es ja auch um hier geht es ja um eine besondere Art der Fotografie. Das hat ja, das muss man wahrscheinlich entweder mögen oder man mag es nicht. Und Richtig. hier ist ja auch dieser Look entscheidend, das Bokeh entscheidend. Und ja, natürlich, wenn ich heute eine R5 habe und ein R-Objektiv, dann kann ich knackscharfe Bilder machen. Aber darum geht es ja bei der Altglasfotografie nicht. Da geht es ja um dieses schöne Bokeh, da geht es um diesen Look. Und den kriege ich halt mit einem RF-Objektiv so nicht hin. Und das ist ja dann einfach eine Entscheidung, die der Fotograf, die Fotografin treffen muss. Was möchte ich? Gefällt mir das? Möchte ich das machen? Oder will ich das nicht? Das ist ja mit vielen Genres in der Fotografie so. Ob das jetzt schwarz-weiß ist, die einen sagen ja, unbedingt, die anderen sagen nein, ich mag Farbe lieber oder ICM. Wir hatten kürzlich im Advanced-Programm ICM und da gibt es ja auch viele, Da die gibt es ja auch sagen viele, nein, die sagen unscharf gehört nicht. nein. Ja, So ist genau. das einfach, muss jeder auch für sich einfach entscheiden. Und genau, die haben einen ganz eigenen Charme, sagt da jemand im Chat, die Man kann Sonja. alles als Stilmittel einsetzen, die Unschärfe oder Bokeh oder der Kontrast oder alles, was die halt haben oder eben nicht. Ne? Auch Genau. diese Weichheit, ja. Das sieht man an dem, an der Marienkäfer jetzt auch. Das ist alles schön, alles weich gezeichnet nach vorne und nach hinten. Ja, Absolut. wenn das mit einem Ja. RF-Objektiv, weiß ich nicht. Vielleicht auch, ob es dann noch schärfer wäre, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, aber ich würde sagen, mir reicht das. Ich kann Ja, die Augen sehen, wenn man die mal. es geht um Kann die diesen, wie es Facetten die sehen? Sonja Ja. sagt, so schön, die haben einen ganz eigenen Charme. Ja. Und das finde ich gut. Die Andrea fragt, sind Altgläser nur mit manuellem Fokus zu finden oder gibt es auch welche mit Autofokus? Also eigentlich sind die immer manuell. Wenn die Autofokus haben, sind die nicht kompatibel mit den modernen Kameras. Da muss man extra Autofokus-Adapter haben. Dann ist das Problem, dass die breiter sind. Und dann ist das Problem, dass diese Unendlichkeitsstellung verloren geht. Da muss man dann Zwischenlinsen haben, dass die Unendlichkeitsstellung wieder passt. Oder so genau weiß ich das nicht, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber das ist nicht so einfach. Und einfacher ist es, wie gesagt, mit manuellem Fokus. Alles andere wird kompliziert. Es gibt Ja. Möglichkeiten, aber wie gesagt, es ist nicht so einfach. Okay. Und die Marianne fragt, also wie unterscheiden sich die Altglasobjektive? Das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Kannst du ein Starter-Altglas fürs Fotografieren von Blumen empfehlen? Wäre das so dein erstes, das du gehabt hast? Das war das, jetzt weiß ich nicht mehr, wie Ja, das heißt. 50 mm, das ich glaube, alle 50 mm in dem Bereich, 40, 50 mm, da gibt es eine riesengroße Auswahl von allen möglichen Herstellern mit allen möglichen Blendenöffnungen, auch von 1,8 bis 2,8 oder 3, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gibt es eine riesengroße Auswahl. Und wenn man damit anfängt, dann hat man schon einen guten Anfang, würde ich sagen. Und dann, wenn man dann mag, lieber ins Makro rein möchte, dann eben mit Zwischenring oder mit dem Helikoidadapter. Also mit den 50 mm kann man halt gut anfangen schon. Hab das auch sehr viel benutzt, muss ich sagen. Die Anja sagt Helios 44,2 oder Genau, Super das war's. Dacoma 55,2. Richtig. Ja, das Okay. war's. Helios 44,2.
Und die Eva hat noch geschrieben, sie hat sich euphorisch zu ihrer Olympus Retroobjektive gekauft und ist jetzt etwas überfordert. Der Kommentar ist ziemlich lang, so im Moment. Das sind 12 mm, 16 mm, 25, 35, 50 mm und zwei Abstandsringe. Und ich habe wenig Ahnung, was ich damit eigentlich alles anstellen kann. Mit den Abstandsringen bekomme ich bei dem 50er ein Makro am Ende raus. Genau, das macht man mit diesen Abstandsringen. Die Auseinandersetzung mit den Facetten der Möglichkeiten braucht mehr Wissen, als ich habe, und ich bin zu ungeduldig. Ich glaube, vieles davon haben wir heute ja schon auch besprochen, für welche Motive, wann man was verwenden kann. Das sagt sie auch am Ende, die Summe aller Fragen wäre, was kann ich damit wie alles anstellen. Wir haben heute ja ein paar Bilder von der Simone gesehen und wir haben auch die Verwendung geklärt. Am besten ist es einfach ausprobieren. Ich glaube, da muss man einfach auch seine eigenen Erfahrungen machen und herausfinden, gefällt es oder gefällt es nicht. Daher vielleicht wirklich einmal in der Umgebung fragen, hat jemand ein Altglas noch herumliegen? Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und dann einfach mal ausprobieren oder sich wirklich eins kaufen. Die gibt es ja teilweise auch sehr günstig und das kann man ja mal ausprobieren und sonst verkauft man es einfach auch wieder. Ja, genau. Ja. Also ausprobieren. Ab 50 mm ist einfacher. Dann am liebsten nehme ich das 135er, weil das eben diese schöne Weichzeichnung macht auch und das Bokeh hat, das diese schönen runden Kreise macht. Und ja, ich mag halt längere Brennweiten lieber, wie die ganz kurzen. Also deswegen diese 10, 20, deswegen bin ich mal auf das 23 mm gespannt. Die Michaela sagt, ich wollte mein 135er verkaufen, jetzt behalte ich es. Super. Ich glaube, da sind heute vielleicht einige auf den Geschmack gekommen, also ich auf jeden Fall. Die Jeanette fragt noch auf Canon mit dem M42 auf EF, genau. So, jetzt frage ich noch, schaue ich gerade noch, was hier von der Elisabeth kommt. Ich habe eine Erweiterung in der Fotografie gelernt. Ich kannte das überhaupt nicht. Super, Elisabeth, sehr schön. Wenn keine Fragen mehr von euch sind, ich werde noch ein bisschen den Chat beobachten. Simone, vielen Dank. Das war. Bitte, jetzt wird es auch unruhig gerade hinter mir. Ja. Da sind die Kinder. Ah ja, jetzt ist Schluss. Jetzt ist vorbei, ja, es ist vorbei, ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und für dieses geballte Wissen und dass du uns deine schönen Bilder gezeigt hast. Und an alle anderen viel Spaß beim Recherchieren, welchen Anschluss ihr braucht, welchen Adapter ihr braucht. Fragt euch durch. Und die Simone müssen wir jetzt entlassen, weil da warten die Kids schon im Hintergrund, wann die Mama endlich kommt. Ja, Simone, ja, danke schön. Und an alle, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und die Annette sagt, bei der 5D aufpassen. Okay, Annette, bitte schreib mir, warum ich da aufpassen muss. Warte mal. Und einen schönen Abend an alle. Schönen Abend an alle. Bis bald. Thank you.